An. Ja, lang ist es her mit einem Guten Morgen Stream. Heute wird mal wieder Boom Simulator gestreamt. Weil ich es kann, weil ich Bock hab. Und weil ich es für YouTube brauche. Hallo an YouTube. Und alle die, die sich Boom Simulator auf YouTube anschauen. Nicht vergessen, lasst ein Like da, lasst ein Kommis da. Und folgt meinem Channel. Für alle die, die es auf Twitch geguckt haben oder die Wiederholung gucken, unten YouTube ist verlinkt und alle die, die aus YouTube gucken, in der Kanalbeschreibung ist Twitch verlinkt. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier, genau, wir müssen abwarten. Da war ja was. Wir müssen wieder warten, bis es 8 Uhr oder so ist. Da war irgendwie sowas. Oh ja, komm hier, komm mal Schrott draus machen. Yeah, I can hold on to that for you. Babbe ist immer gut. Komm mal schön bauen. Was haben wir hier? Verbraucher. So. Haben wir im Karl noch mehr Essen drin, ne? Tatsächlich? Naja. Nee, nicht wirklich. Scheiße. Die Fäuste bleiben aktiv. Wir müssen... Wo müssen wir dann später hin? Hatte ich mir das nicht markiert? Nee, scheiße. Heißen. Ja, mal gucken. Ich kann ja Kartons looten. Oh, nice. Lass mal gucken. Kommen wir hier schon hin? Zwischen 10 Uhr abends. Ach, jetzt ist halt die Frage. PM oder AM? Ich weiß das nicht so recht. Aber ja, bis 10 Uhr haben wir ja noch Zeit. Kann man noch was zu futtern besorgen. Der, ich muss sagen, der Karl, der fährt mir eindeutig zu weit hinten. Yeah, könnte ruhig ein bisschen näher sein. So, na dann, da wir noch ein bisschen Zeit haben, gucken wir mal, ob wir irgendwas zu futtern finden hier. Irgendwas zu essen. Hier hinten müssen wir ein paar Mülltonnen haben. Mülltonnen, Mülltonnen, Mülltonnen. Was war denn das da hinten? Holz mitnehmen. Postkasten, wow. Wo ist er denn? Ich will das Essen jetzt noch nicht verbraten. Oh, das ist sehr gut. Wow, ich habe keinen Platz mehr, willst du mich verarschen?
Zu Drittel. Das nicht. Na, komm her. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz der für Pappe noch drin hat. Oh, das war's schon. Okay. Und wir kaufen uns noch ein Eis. Nice big sweaty scoop. Nice. Hat mich ja nur, keine Ahnung, wie viel gekostet. Ein Dollar oder so. Und mein Käffchen ist auch am Start. Was ist jetzt 10 Uhr abends? Beziehungsweise, wo müssen wir dann später hin? Das war doch irgendwo. Wir sind das letzte Mal hier lang. Hier irgendwie. Also irgendwo hier unten müssen wir dann hin. Ich muss dann unbedingt mich an den Karl hängen, habe ich mehr Ausdauer. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes drin? Ein Reifen. Ein Schubfach. Hier war Taubenschießen. Nee, das machen wir nicht. So, da oben die Feder hat man schon gelootet. Jo. Dann gibt es hier hinten nichts mehr. Außer vielleicht hier oben. Komme ich da irgendwie hoch? Lol. Lol. Ah, da oben ist ein Stoff. Schade. Hier kommt, ihr könnt meine Basis mal beschützen. Ich rette euch ja jedes Mal dafür. Ich weiß nicht mal, welche Basis überfallen wurde. Ich muss mal ganz kurz diesen hier machen, genau. Diese Musik im Hintergrund ist sehr beruhigend. Also, oh. So, jetzt, wir haben es 10 Uhr, bitte lass es PM sein. Ja! Well, it is night. What now? Komm, das kennen wir ja schon. Und das kennen wir auch. Bis irgendwohin waren wir ja schon. Und jetzt, Karl, wo bist du? Hier. Mit dir habe ich mehr Ausdauer. Aha! Another sign! We're on the right track! Oh, wo ist die nächste Kackmarkierung? Keep looking! Da! Alter! Ja. We aren't there nächste. Yet. Dafür habe ich jetzt keine Zeit.
hier. Das ging hier hoch. Ging das hier hoch? Ich glaube nicht. Ne, scheiße, es ging unten lang. Komm, dreh dich. Du hast einen richtig schönen hässlichen Wendekreis. We're getting close. I can sense it. So, hier rüber ging's. Scheiße, wo ging die nächste lang? Fuck. Na, Knoblauch sammle ich jetzt nicht ein. Scheiße. Fuck. Lass rüber hier. Wo ist die nächste scheiß Markierung? Nicht hier oben. Was ist mit der Map? Da hinten wird mir was angezeigt. Hier lang. Ach, das ist hier drunter. Scheiße, wie bin ich hier nochmal reingekommen? Fuck. I think we're almost there. Ah, hier sind wir richtig. Wusste ich's doch. Tschüss, Karl. Yes, jo, genau hier in die Tür. Password. What? Wrong. Wrong again. I'll give you one more chance. Wait. You're a victim of evil way experiments, aren't you? Ach du Scheiße, was ist das denn? You might come. Come in, brother. Was ist das denn? Surprised? We are rats. We are radical. We are radioactive. We are rats. Got it memorized? Good, because it is also our password. Use it next time. Come, Father is waiting for you. Okay. Yes. I was expecting you. Oh, I totally told them that already. As well as the part about radioactivity and our gnarly name. Like, the one I came up with. Trixie! Stop spazzing! Go guard the door! I'll be back. Die erinnern mich irgendwie an die Ninja Turtles mit dem Meister Splinter. We've been trapped in an evil way facility for an eternity. I'm just excited to finally see the outside world again. Wait! You're the legendary hobos and rejects who disappeared without a trace in the 80s! Yes, and now we're back. And we want our revenge! I see that you were able to follow my glowing piss trail. Remarkable. You might be the one we need. Unlike us, you can walk in the streets in broad daylight with hardly anyone noticing you. Perfect agent against our common enemy, the evil way. With your pigeons and my children, we will take back what is ours. Let me tell you about my master plan.
Alles klar. Evil Way is used, an infernal machine, to change our minds and bodies. My children discovered that it is currently hidden in the basement under their headquarters. If we want to bring everything back to normal, we'll need to get our paws on it. In order to do so, we need three things. First, we need a way to access the Evil Way HQ. Second, we need a way to get any security and personnel away from the machine so we can snatch it. Lastly, the machine itself is huge and heavy, so we need a way to transport it to our base. Luckily, I found a solution to the first problem. There is a certain police officer who agreed to get us inside if we can help her out first. We can't do this alone, though. We need a daywalker for this. That means you. Please, take care of it while I plan our next step. Trixie, escort your new brother out and tell him where to go next. Lol. Okay. Come on, big boy. I'll mark where to find the Lady Popo on your map. Frau Popo! Frau Popo! Warte mal, was hat der gesagt? Wir sind leuchtender Pisse gefolgt? Holy crap! Triff dich mit Kommissarin Alex. Why? Warum muss ich denen helfen? Mach mal die Markierung bitte weg. Ah, okay. Du. Kommissarin Popo. Okay. Dann heißt die Alex Popo. Was soll ich dazu sagen? Ich markiere mir erstmal meinen Homepunkt, mach den Dings leer. Und die ist da oben. Die ist ja gar nicht so nah von meinem ersten Homepunkt entfernt. Lol. Kommissarin Popo. Na dann. Werden wir uns doch mal ranhalten. Hier irgendwas Besonderes drinne? Ah, bloß ein bisschen Metall. Hot Dogs, Hot Dogs, yum, yum, yum. Hot Dogs, Hot Dogs, yum, yum, yum. Ja. Schön. Für einen Obdachlosen, der nur... Woher habe ich 20 Dollar? Woher habe ich 20 Dollar? Ich hatte vorhin noch 16. Wie geht das denn? Okay. Och, Karl, stell dich mir nicht den Weg. Wir müssen noch ein bisschen was bauen hier. Meine Base muss noch weiter gesaved werden. Und ich muss doch mein Haus bauen. Ups. Karl? Oh, jetzt braucht der Dulli wieder Ewigkeiten. Ne? Karl, bitte. Mann, warum Karl? Wo ist der denn? Alter. Warum bist du? Let me get this straight. We're working with rats now, but we're also going to help out a pig. Okay. Damn, pal. I never thought our animal friendship would extend beyond pigeons. Guess I was wrong. What animal will we do next? Maybe something normal for a change. Like a cat or a dog. Or a chili dog. Or a corn dog. Okay, Carl is home. Old regular hot dog. Sorry. I just wish I could taste food again. I'm ready to work with a police officer as long as it brings me closer to recovering my body. Just be sure not to mention this to any other creeps. Whatever respect we have would disappear immediately. Karl, das ist mir gerade egal. Ich mache jetzt erstmal mein Haus. Holz, 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 Holz. Okay, ich dürfte vielleicht nicht alles verbraten auf einmal.
Aber das machen wir trotzdem noch kleiner. So, Baumodus war R. Und der Katalog war Tab. Okay, Dach. Ja, wir haben unser Haus. Was ist hier denn los? Warum ist denn das Lebensdauer? Ah, okay. Stimmt, das hier wird dir jetzt immer überfallen. Oh, scheiße. Einfaches Reparaturset. Müssten wir doch irgendwo haben, rein theoretisch. Hier. Reparieren. So. Gut. Gürkchen Samen kommen dorthin. Die kommen ganz woanders hin. Die Pilze kommen dahin. Der Knoblauch kommt dahin. Der Pilz kommt dahin. Das Ding kommt dahin. Aber das ist eine Zwiebel. Zigaretten kommen dahin. Okay, der Pilz ist voll. Tomatensamen. Ah, läuft. Läuft, läuft, läuft. Was ist denn das? Aubergine. Haben wir die irgendwo? Nö. Okay, dann nicht. Das da Metall, Haustür dahin. Das dahin. Gut. Alles klar. Was baut man als nächstes? Ich hab Bock, irgendeine Verteidigungsanlage aufzubauen. Aluminium. Stimmt, da war was. Wie krieg ich Aluminium? Aluminium. Aluminiumblech benötigt Aluminium. Aha. Aber wie komme ich an Aluminium? Die Frage stelle ich mir schon seit Ewigkeiten. Was braucht der noch? Der braucht auch Aluminium, um abgegradet zu werden. Aluminiumblech, woher? Haben wir noch was anderes zu bauen? Wir haben hier noch ein paar Minen. Brauchen wir ganz viel Schrott. Dann, ich würde sagen, lassen wir es irgendwann mal ein bisschen krachen hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Warum kann ich hier nicht bauen? Was ist, wenn ich drauf trete? Passiert nichts. Okay. Also, ich würde sagen, unsere Base ist erstmal safe, oder? Ja. Ein Bett. Ich brauche Pappe. Scheiße, ich habe keine Pappe mehr. Oh no. Das war Holz.
Alter, ich hab keine Pappe mehr. Scheiße, ich kann mir kein Bett machen. Okay, guck mal hier, das haben wir, das haben wir. Was war denn das hier? Holz, Nägel, Schrott, Keramik hab ich nicht. Alu hab ich nicht, Alu hab ich nicht, Alu hab ich nicht. Das Schrott, Alu hab ich nicht. Tornadostahl, Alu hab ich nicht. Hab ich überhaupt irgendwas? Alu hab ich nicht. Keramik hab ich nicht. So ein Ding haben wir ja schon stehen. Die Kleendinger haben wir auch stehen. Hm. Kaputter Eimer. Okay, den müssen wir natürlich auch noch finden. Eine Pennerdusche. Ey, die will ich haben. Die will ich haben. Ich habe keine Kupferrohre. Scheiße. Mann. Ich brauche alles Aluminium. Ich habe kein Alu. Ich weiß nicht mal, wo ich das herkriege. Mann, das ärgert mich voll gerade. Da ist Holz drin. Hier war Schrott drin. Ich werde erstmal ganz kurz alles clean häckseln. Alles, was geht. Hier war Essen und Trinken. Essen bleibt unten. Ach, 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 du ahnst es nicht. So. Hallo? So. Zigaretten kommen da mal raus, die ballern, war ich woanders mit rein. Na, hier. Warum habe ich hier Reifen drin? Genussmittel, so, Zigaretten. Sag mal, Karl, warum stehst du schon wieder am Arsch der Welt? Das gefällt mir nicht. Genau, hier kommt das alles rein. Jetzt weiß ich auch, was ich noch bauen kann. Jetzt weiß ich auch, was ich noch bauen kann. Erberbaumodus. Wir bauen uns noch so ein zweites Gedöns. Vier Schrott. Krieg mal hin. Da haben wir nämlich 8 Stück. Bauen wir uns jetzt noch schnell ein zweites Teil. So. Drehst du dich noch ein bisschen? Nee, dann bleibst du dort. So. Erstmal ein Stück Kaffee gönnen. Deswegen ist dann auch hier der Schrott drin und alles. Genau. Yeah, I can hold on to that for you. Got it. So. Die Maschinen könnten ruhig weiterarbeiten, wenn man hier drin ist.
Könnte ruhig weitergemacht werden und so. Irgendwann werde ich 5 Dinger von den Teilen hier oben stehen haben. So, das letzte Ding. Das hier. Kann ich eigentlich das, den Schrott nochmal da reinwerfen? Nee, geht nicht. Schade. Yay! Kann ich nichts machen. Und da brauche ich bestimmt die Samen erste Mal dazu. Und die habe ich ja alle hier in der Kiste. Karl, du bist eindeutig schon wieder zu weit weg von mir. Das gefällt mir gar nicht. Aber egal. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier hab. Diese Samen können nur in einen mittleren Topf eingepflanzt werden. Okay. Got it. Okay. Es geht nur. Willst du mich jetzt ganz verarschen? Hab ich irgendwas, was für einen einzelnen Topf da ist? Anscheinend nicht. Das ist ja scheiße. Das hier dürfte auch nur Müll sein. Yo. Weg damit. Alles andere wird behalten. Holz kommt hier rein. Genau. Und Schrott war hier hinten. So. So. Hui. Sind wir ja fast fertig. Die Dosen werden wir aber nicht recyceln. Die recyceln wir mal nicht. Dann können wir das hier reinballern. Wir haben 12 Pappe wieder. Kann man es gleich aufs Bett bauen. Moin, moin, Darko. Can hold on to that for you. Hier so. Ich will mein Bettchen. Da haben wir's. Ah, komm. Wollen wir, der Kopf ist dort. So. So, zumachen. Dann.
dann haben wir sonst nichts mehr. Gut, Karl, komm mit. Come, entertain me. Nö. And you will be handsomely rewarded. Yeah, I can hold on to that for you. Hold on to that for you. Na, dann gehen wir mal ab zu Alexa Popo. Na gut. Ui, die sieht ja heiß aus. Oh, das bleibt da, das bleibt da, das kommt da runter. Okay, ich nehme alles zurück. Naja. Cutie, a little mouse told me that you could help me, so I can help the little mouse in return. There are some nasty boys out there, really nasty ones. They think the police can't touch them, but I can, and I will. I will touch them, and I will punish them. With your help, of course. No, not Evil Way. They're not the only big, rotten banana in the bunch. One good-looking politician is taking bribes in exchange for illegal construction permits. He demolished an animal shelter and is now overseeing the construction of a casino in its place. He has friends in a police department. I'd lose my job if I approached him directly. However, if you bring him here, well, let's just say Officer Alex will show him how a helpless doggy feels. Ich will nicht wissen, was du mit dem anstellst. Ey, da hinten braucht einer Hilfe. Ah, falscher Eingang. Ich will nicht wissen, was du mit dem anstellst. So, wo war noch mal rennen? Hier. Komm, ich krieg das hin. So. Zu weit gesprungen. Toma. Karl? Dann ich, du faules Stück. Wo ist er denn? Da ist er. Pennerkloppe! I've never been so happy to see another creep. I owe you one. Na, ich wüsste, ich was gut hab. So, wo sind sie denn? Hier, einmal das da. Und einmal das hier, das habt ihr euch verdient. Gut, Karl, komm, wir müssen Bösewicht holen. Boing. Boing. Hm.
restricted area. Get out of here. Yeah. Two people work under me. Wait, what's going on down there? Oh, I hate bums. Take him out, boys, or I'll cancel all of your visas. Boah. Hey, pal, I'll wait for you down here. Go and take care of that asshole. Ey, ich bin geübt darin, Leute zu vermöbeln. Kommt. Boah, du stehst noch? Wo seid ihr denn? So. Alter, da haben die Bugs mehr auf dem Kerbholz als die paar Bauarbeiter. Da unten ist einer hochgeschissen gekommen. Ich hab das ge... ein paar mehr. Wo ist denn der Dulli? Noch eins über mir. Ach ne, da steht er. I have powerful friends. You hear me? Get away from me, you dirty pig. The police are on their way. We have no time to lose. Jump! Okay. Clutch. Quick, throw him on top of me and let's fly. Kommst du mal da raus? Alter, ernsthaft? Hui! Ich wollte schon mal Politiker durch die Gegend werfen. Hui! Scheiße! Das ist so dämlich, ey. Alter, das ist einfach wirklich nur so dämlich. Quick, find a place to hide. Mann, die sehen mich doch schon gar nicht mehr. Da kommen die nächsten. Ah. Ich renn vor dir davon, wie ich will. Scheiße, wo war denn hier das Alexa-Ding? Don't let them see you. Scheiße. Ja, was mach ich hier bloß? Ich schlepp einen Politiker mit mir rum. Nein, da kommt schon der nächste Bulle. Okay, ich muss nach... Da- Scheiße, da ist doch einer rumgelaufen. Da drüben läuft halt einfach mal einer. Ey, ich hab ein Geschenk für dich. Good job. You made the world a better place. When the time comes, I'll gladly help you get inside. Ich gerne ihr Gebäude zu lang. Immer. It's nice to know that I'm not the only one fighting the good fight. If punishing criminals excites you as much as it excites me, then come pay me a visit sometime. I might have something fun to do for both of us. Was? Ähm.
an der wir beide Spaß haben. Okay. Alles Könner. Klebeband erhöht die Robustheit aller Bauwerke. An allen Bauwerken wird nach dem Ende von Überfall ein wenig Robustheit wiederhergestellt. Mit einer Chance auf den Erhalt besserer Gegenstände beim Durchwühlen von Müll. Das nehmen wir. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier gar nichts mehr zu tun. Mir wird auch nichts mehr angezeigt. Na, dann laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Ey, wir können nach Geld betteln. Wasch. Mich. Oder Money. Jupp. This is perfect! A masterpiece! Na dann. Frauen ekeln sich doch immer davor, Penner zu waschen. Wo läuft denn... Da läuft eine Frau rum. Nee, es ist Mann. Was bist du? Eine Frau. Just don't drink it away, okay? Ich wusste es. Oh, 85 Cent. Sure, I can spare some cash. 88 Cent, nice, läuft. Sorry, I'm in a hurry. Alter. Take care of yourself. Ich wusste es. Beim nächsten Mal... Pisse im Gesicht. Das weiß ich nicht. Was? Alles klar. Der sieht aus wie Geld. Der versteckt sich nämlich vor mir. Du riechst nach Geld. Ey, Junge. Pisse im Gesicht. Fuck it. Let the police handle this. I hope you have insurance. Nice. Ist das nice? Und warum standen die jetzt hier rum? Gibt's hier irgendwas? Oder hatte ich das schon eingesammelt? Ah, okay, das hatte ich schon eingesammelt. Komm, komm. Ja. Oh, ist das geil. Ey, da hinten ist eine Feder, die will ich haben. Lol. Alter, ich hab grad noch 50. Ja, der kann unter Wasser fallen, das war klar. Ist ein bisschen Beschiss. Oh, ich hasse Jump'n'Runs. Du schon wieder? Guck mal, jetzt hast du auf einmal Geld. Boah! Oh no, not this shit again. Hat er mir den Mittelfinger gezeigt, der Hund? I'd like to help, but I don't have any cash. Du hast Geld. Sorry, forgot my wallet. Du hast Geld. Sorry, forgot my wallet. Okay, you're asking. Hey, stop that! Eee. Justice will be served. Ups!
Scheiße. Ah! Schnell! Ah! Polizei hinter mir! Scheiße! I'll make sure every creep knows what you did for me. Die vermöbeln mich grad! Ja, komm! Lose the chase! Oh, da kommt noch mehr. Oh, da kommt noch mehr. Ich bin weg. Are you okay, pal? Ah, lol. So eine Scheiße. Geld. Geld. Ich hab 31 Dollar. Ich bin ein reicher Penner. Holy crap. Was ist falsch mit mir? Warum lebe ich noch auf der Straße mit 31 Dollar? Ich weiß halt nicht, was ich jetzt machen muss. Mir wird nichts angezeigt, außer das... Ach, das C. Oh, bin ich ein Dulli. Here we go. Some other time, okay? Ja, pass mal auf. Pass mal auf, ja? Genau. Greif mal tiefer in die Tasche. Alter! Every bit helps, right? Ah, aber erst umdrehen, du Arsch. Take care of yourself. 82 Cent ist immerhin was. Not today, sorry. Du hast Geld. Every bit helps, right? Oh, fast einen ganzen Dollar. Pornshop. Nicht Porn, sondern Porven. Oh, dann kann ich mir wieder Zeug verticken. Ich muss wieder zur Ralle. Schau mal einer an. Gut, ich mache eine ganz kurze 5 Minuten Pause und bin gleich wieder da. Rockstar, Dancer, till I drop.